So. Machen wir ein bisschen weiter. Aber auch nur ein kleines bisschen. Aber bis jetzt läuft es, ne? Seitdem wir groß sind, läuft es eigentlich relativ gut hier in dem Geistertempel. Bis auf, dass ich ein bisschen Angst davor habe, weil wir nicht mehr so viele Bomben haben. Oh. Oh. Habe ich ein bisschen Angst? Habe ich ein bisschen Angst, dass wir... Was ist Navi? Dass wir irgendwann... Ja, ich weiß. Dass wir irgendwann Bomben brauchen. Ah, warum fliegst du denn auch so weit, Link? Du bist einfach ein Volldepp manchmal. Ja, also keine Ahnung. Was soll das auch? Du sollst hier gehen. Oh, oh. Mmh. Ja, dann will man diesen Sprungangriff machen, weil man halt mehr Schaden machen möchte. Und dann springt er einfach, dann unterschätzt man so ein bisschen den Sprung und er springt einfach mitten in den Gegner rein. Und dann frisst einen dieser komische Wurm direkt, ne? Ah! Ah, ah, ah! Okay, einmal das Schild neu ausrüsten. So, und ich schätze mal, von hier aus kommen wir dann jetzt in den Raum, wo wir vorhin auch mit dem kleinen Link waren, ne? Wo wir in den einen Raum... Wollten wir eigentlich hinkommen. Wo wir mit dem kleinen Link waren, wo wir den einen Schalter aktiviert haben. Ich glaube, das müsste jetzt so sein. Nur wir kommen jetzt von der anderen Seite. Nur wir kommen jetzt von der anderen Seite. Ist das so? Nein, ist es nicht. Noch auf jeden Fall noch nicht. Aber es wird... Es ist... Was ist das? Aber wir werden da sowieso bald hinkommen. Was ist das? Hä? Okay, der Gegner ist neu. Ah! Du Arsch! Mit dem Auge der Wahrheit! Ey! Ja, wie besiegen wir den denn? Ich habe den noch nie besiegt. Auge, nein. Wie besiegt man den denn? Von hinten? Ah, von hinten. Oh. 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 Eins? Ja. Zwei? Ja. Mehr Mana. Ich glaube, der ist hier runtergefallen, der letzte, ne? Ja. Ey! Nein! Nein! Lass los! Hallo! Loslassen! Hä? Als ob der wieder groß wird, ich werde nicht mehr. Das kann nicht wahr sein. Haben wir zu lange gebraucht, oder was? Ja, aber dafür bekommen wir noch mehr Mana. Wo ist der letzte? Da! Komm her! Nein! Das kann nicht wahr sein! Warum treffen wir den letzten denn nicht? Oh, Link! Ach, kann man die nicht ganz töten? Kann man die nicht ganz töten? Moment mal. Oder kann man die nicht ganz töten? Doch, wir haben wirklich zu lange gebraucht. Oh. Ich meine, das Gute ist... wir haben jetzt unsere Mana wieder voll. Aber wir haben so viele Herzen an dem Scheißvieh verloren. Und wir sollten das Auge ausmachen. Ah, ich dachte zuerst irgendwie, dass so ein Sandwirbelsturm da umherzischt und uns verletzt oder sowas. So eine Scheiße, ey. Ja, woher soll man sowas denn ahnen? Nee. Okay, lass uns mal die Schlange hier verschieben, dass wir... Warte. Hallo? Oh. Hallo? Aktion? Nein? Hä? Können wir die... Was? Warum? Hallo, irgendwas mit Aktion oder so? Von hier aus verschieben?
Will das Spiel mich verarschen? Da stand doch gerade schon irgendwas mit Aktion, oder nicht? Hä? Ah, jetzt klappt es. Okay, keine Ahnung, warum es vorhin nicht geklappt hat. Gib uns mal ein paar Herzen, aber aus so kleinen Truhen kommen halt nie Herzen, ne? Aber so ein paar Bomben... Oh, noch ein Herz! Nice! Aber ich würde mich auch mal so über Bomben freuen. Über Bomben würde ich mich auch mal freuen. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir irgendwann hier in die Situation kommen, wo wir Bomben unbedingt brauchen, um weiterzukommen. Ey, was eine Falle. Haben wir direkt das Herz wieder verloren, ey. Super. Vielen Dank auch. Ja, dass wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir Herzen, Bomben brauchen und dann haben wir keine mehr. Und dann haben wir halt echt die Arschkarte, ne? Jetzt will ich aber noch einmal gucken, was denn in der Truhe hier noch ist. Ist da auch eine Falle drin? Wenn ja, dann haben wir halt echt... Was? Was? Ja, moin. Okay, scheiße. Okay, kacke. Okay, kacke. Okay, nicht gut. Ja, nein, was tust du denn? Kommt die jetzt immer wieder? Ich hoffe ja mal nicht. Das heißt, wir uns jetzt schnell die Tür aufmachen und verschwinden hier. Schnell die Tür aufmachen und einfach schnell verschwinden. Ah, das mit den Herzen geht mir aber so auf die Säcke, ey. Dass wir es einfach echt nicht geschafft haben, den so schnell zu besiegen, dass er uns so viele Herzen abgezogen hat. Oh. Link, wenn ich ihn doch anvisiere, dann visiere ihn doch auch bitte an und mach nicht einfach so eine Scheiße. So. Jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo wir vorhin auch mit dem kleinen Link waren. Da ist ein Schalter. Da ist eine verschlossene Tür. Oh, und da müssen wir Zeldas Wiegenlied spielen. Polka? Polka, Polka, Polka eventuell? Nein. Aber auf der anderen Seite, ne, war das noch, um eine goldene Skulptur zu bekommen. Ich glaube nur... Wir kommen ja hier immer wieder hin jetzt mit dem Greifarm, ne? So ist das. Ja, so ist das. Okay. Gib uns mal Herzen aus den Vasen hier, bitte. Mann, ey. Okay, wir müssen aufpassen. Die macht nämlich wieder so Faxen. Oh, aber die gibt uns zum Glück Herzen. Ich will nur so viele Herzen haben. Zumindest, dass... Es aufhört zu piepen. Das Piepen nervt. So, komm her. Ja, wow. Reicht das? Ja, perfekt. Wir können nochmal den Schalter aktivieren. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Weil da wird uns auf jeden Fall auch noch eine Truhe angezeigt. Ah, dadurch geht nur die Tür auf. Stimmt. Stimmt. Dadurch ging nur die Tür auf. Das bedeutet, wir können von hier oben aber nochmal die Vogelscheuchen-Polka spielen. Und uns dann nämlich rüberziehen lassen. Genau. So nämlich. Und dann schnappen wir uns noch die goldene Skulltula und dann müssten wir auch eigentlich die Truhe von hier schon erblicken können. Wahrscheinlich auf der einen Hand. Oder? Ich schätze mal, hier unten ist die Truhe. Nein, ist sie nicht. Ja, die Truhe ist auf der anderen Seite auf einmal. Was? Okay, irgendwie... Können wir denn von hier aus auf die Hand springen? Ja, und hier ist eine... Hier kann es eine Truhe... Also, es könnte schon sein, dass es hier eine Truhe gibt, ja. Aber was müssen wir tun, um an die Truhe... damit die Truhe... Ah, Moment. Auge der Wahrheit vielleicht.
Vielleicht ist die Truhe schon längst da. Nee, die Truhe ist nicht da. Okay. Ha, haha. Wo könnte sich denn... Wo könnte sich denn die Truhe befinden? Hätte ja sein können, denn das ist auch so eine verborgene Truhe, die nur mit dem Auge der Wahrheit gesehen werden kann. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Es muss jetzt aber auf jeden Fall noch eine Möglichkeit geben, um zu der Truhe auf der anderen Seite zu kommen. Ich versuch's mal mit der Hymne der Zeit wieder. Ich versuch's mal wieder mit der Hymne der Zeit. Oh, das war die Hymne der Sonne. Upsi. Was war denn? Rechts unten oben? Rechts unten oben? Nee. A unten oben? A unten oben? Oh, das war die des Sturms. Ich raste aus. Ah, was war denn nochmal die... Was war denn nochmal die Hymne der Zeit, Mann? Rechts A unten, rechts A unten. So. Rechts A unten, rechts A unten. Bringt aber auch nichts. Wir können von hier aus versuchen, mit den Gleitstiefeln auf die Hand zu kommen. Das könnte eventuell klappen. Eventuell ja. Das hat funktioniert. Aber fast wären wir wieder runtergerutscht. Und hier spielen wir jetzt Zeldas Wiegenlied. Mal gucken, was jetzt passiert. Da, da, da. Da, 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 da. Aha. Dann spawnt schon mal die Truhe auf der anderen Seite. So weit, so gut. Dann holen wir uns doch die jetzt erstmal ab. Und dann gucken wir immer noch mal weiter, wie wir denn zu der anderen Truhe kommen. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Moment! Der Greifarm! Ich vergesse immer diese Möglichkeit mit dem Greifarm, ne? Oh, ja, natürlich! Ich bin so doof, manchmal. Der Greifarm! Leute! Uff! Der Greifarm. So. Halt, stopp. Halt, stopp. Mach die Truhe auf. Link. Link. Gut. Ein Schlüssel. Nice. Okay. Die andere Truhe. Ja. Der Greifarm. Man kann sich mit Greifarm an Truhen ranziehen. Irgendwie hatte ich das bis jetzt, also bis vorhin, ne, bis zu der einen Szene, nie auf dem Schirm, dass das funktioniert. Und dann kommen wir nämlich mit dem Schlüssel hier an der Tür weiter. Okay, nice. Oh, da ist noch ein Schalter. Wofür ist der Schalter? Moment, da habe ich auch eine Lösung für. Aha, ich denke einfach an alles. Ich denke einfach an alles. Einfach an alles. Ja! Aber das hat halt so nicht viel gebracht, ne? Oder? Welche Tür hat denn das jetzt aufgemacht? Die Tür war ja durch den anderen Schalter schon auf, oder nicht? Eigentlich ja. Und es gibt hier keine andere Tür. Okay, keine Ahnung. Aber wir haben den Schalter aktiviert. Von daher geht es zwar erstmal jetzt durch die andere Tür da oben für uns weiter.
Aber das muss ja auch irgendwas bewirkt haben, dass wir den Schalter aktiviert haben. Ich weiß zwar nicht genau was. Aber halb so wild. So. Oh Gott. Oh nein. Nicht gut. Wir haben kaum noch Bomben. Ich hoffe, dass der hier Bomben spawnt. Bomben spawnen lässt, wenn der stirbt. Bitte gib uns ein paar Bombies. Ja, nice. So sollte das sein. Oh, noch mehr Bomben. Mm, nice. Sehr schön. Die braucht man nämlich jetzt auch hier an der Stelle. Oh, shit. Du schon wieder. Okay. Ist das eine Eule? Nee, das sind alles solche Viecher hier. Ja, aber was sagt uns... Wo springt der Link denn hin? Hi, Lord Blub. Schön, dass du wieder da bist. Das ging ja flott mit dem Einkaufen. Okay. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, keine Bomben diesmal. Das ist schlecht. Wir müssen die irgendwie dazu bringen, dass die ins Feuer fliegen, oder? Und ich habe eine Ewigkeit an der Kasse gebraucht, weil da ein Typ den Verkehr aufgehalten hat. Ah ja, sind halt 5 Minuten Fußweg, okay. Haben wir da schon welche von... Ne, die sind einfach nur durch die Wand gegangen. Okay, wie bewegen die sich? Wie kriegen wir die dazu, ins Feuer zu springen? So, einen haben wir weg. Einen haben wir weg. Jetzt muss der andere noch ins Feuer. Aber, okay, zur anderen Seite. Oder? Klappt das? Und jetzt zu der anderen Seite wegspringen. Hier rüber. Moment, wir brauchen einmal die Gleitstiefel, glaube ich, dafür. Ja, aber das kenne ich. Ich wohne hier auch in der Straße. Ich habe hier hab ich auch 2 Straßen weiter so eine Einkaufsstraße mit allem, was man so braucht. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mal dann einkaufen geht. Ja, komm, geh ins Feuer. Jawohl, perfekt. Lass mal da eben nur mal 5 Minuten Fußweg gehen, dann war das bestimmt wieder so einer, der so ein paar Cent abgeben musste. Dann so, ich hasse das immer, ne, wenn die Leute so passend bezahlen wollen und dann ihr Portemonnaie rausholen, ihr ganzes Kleingeld auf die Kasse verteilen, sagen, hier, suchen Sie sich das mal raus. Boah, ich hasse sowas, ey. Das ist immer so schlimm. So, stopp. Einer fehlt noch. Wir sollten uns erstmal kurz die Schuhe ausziehen, um sicher zu gehen. Einer fehlt noch. Einen müssen wir noch irgendwie dazu bringen, ins Feuer zu schweben. Okay, Moment. Ich weiß jetzt aber gerade nicht genau, wo der spawnt. So, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist der. Ja, wie kriegen wir den jetzt dazu? Ah, ich weiß wie. So? Oder? Nee, das reicht nicht ganz. Da bist du. Du gehst immer in die entgegengesetzte Richtung. Kommen wir da rüber? Ich glaube nicht, dass das klappt. Reicht das? Oder es reicht so gerade eben mit den Gleitstiefeln. Und so bekommen wir ihn dann halt auf jeden Fall verbrannt, ne? Oh, es reicht. Okay. Okay, dann soll es so gemacht werden. Okay. Aber seht ihr, wie knapp das ist? Richtig übel. Okay. Dann machen wir das so. Wir aktivieren den Schalter. Gehen hier rüber. Hier rüber und dann hier rüber. Und dann sollte der eigentlich...
What the fuck? Wir müssen gar nicht rüber. Der ist schon vorher tot. Ah, ich verstehe. Es hat gespeichert, oder? Die Tür war vorher verschlossen, oder nicht? Hä? Das war jetzt echt merkwürdig. Als der verbrannt wurde, hat die Animation mit den Gleitschuhen aufgehört und wir sind runtergefallen, obwohl wir hätten eigentlich über die Schlucht gleiten können. Nur wir hätten gar nicht erst so weit gemusst, aber das wusste ich vorher ja nicht, ob das ausreicht oder nicht. Naja, gut. Und hier müssten wir jetzt weiterkommen. Oh, shit. Bleibt nur noch mit einem Leben, du. Oh, oh. Ja. Okay, ist nicht so schlimm. Wir haben noch Feen. Hört wenigstens das nervige Gepiep auf. Und wir schlagen ihn einmal. Wir sollten ihn auch nur treffen. So. Ja. Okay. Vermutlich ist einer unbesiegbar. Achso, den... Ach, wenn der sich dreht, dann kann man den gar nicht mehr besiegen. Der explodiert irgendwann. Ja, ich verstehe. Doch, wir können alle besiegen. Aber das ist merkwürdig. Okay, wir haben uns trotzdem treffen lassen. Egal. Weil das ist doch wieder einer, der nicht aktiviert bleibt. Wir brauchen irgendwas, um den da drauf zu stellen. Und wir müssen auch irgendwie das Licht zu der Sonne bringen. Hätten wir eine von den Statuen verschieben können? Hätten wir nicht alle töten dürfen? Spawnen die nach? Die spawnen nach. Können wir die auch verschieben? Nee, können wir nicht. Aua. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Komm mal her, Stein. Komm mal her. Stell dich mal bitte hier drauf. Ja, genau. Aua. Nein, du sollst dich hier draufstellen. Ja, und jetzt lass uns schnell durch die Tür gehen. Klappt das so? Ah! Aber es könnte theoretisch klappen, oder? Ist das so gewollt? Ah, ich weiß ja nicht. Aber hätte ja sein können. Du, komm mal her. Ich versuch's nochmal. Aber wir müssen den halt erst irgendwie hier hinlocken. Oh. Ah, ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, Mann. Aber was sollen wir denn tun? Was können wir denn verwenden? Ah. Was können wir von hier aus verwenden, um den Stein aktiv zu halten? Hymne der Zeit? Ich versuch's jetzt. Okay, wir versuchen, die nochmal zu töten. Und dann die Hymne der Zeit zu spielen. Vielleicht spawnt dann ja wieder so ein blauer Würfel oder irgendwie sowas. Könnte ja durchaus sein. Hm.
Irgendwie sowas könnte ja theoretisch sein. Na, jetzt spielen wir einfach mal die Hymne der Zeit. Ich weiß es ansonsten nicht. Ansonsten, hä? Boah, das wäre aber super fies, ne? Wenn die das mit den Statuen wollen, dass man das mit den Statuen macht. Was für ein fieses Timing muss man denn da haben? Hell. Oh, das wäre dann, also wenn das echt so gewollt ist, dann ist das wieder eine Aufgabe, wo man einfach nur bei kotzen könnte. Ich hoffe nicht, dass es so gemacht werden soll. In der Zeit. Rechts A unten. Ach bitte, bitte nein. Warum denn nicht? Vielleicht auf dem Schalter stehen und dann das Lied spielen? Oh, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Nee, das bringt alles nichts. Und wir müssen auch irgendwie irgendwas hier hinkriegen, dass das Licht reflektiert wird. Alter, ich glaube... Boah, ist das krass. Ist das krass. Ich glaube, wir müssen echt das mit den Statuen machen. Okay. Das kann ätzend werden. Komm mal mit. Machst du irgendwas, wenn du hier in der Sonne stehst? Ja, umdrehen. Können wir mit unserem Schild irgendwie das Licht reflektieren? Das geht auch nicht. Auge der Wahrheit war hier aber auch nichts zu machen, ne? Oh, uff. Okay. Krasser Scheiß. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir es einfach nochmal. Wir töten erst alle bis auf einen. Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Und dann versuchen wir es einfach mal. Ja, dass er dann... Er springt zwei, dreimal und dann bleibt er kurz stehen. Das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen, indem wir ihn hier hin locken zu uns, ne? Und jetzt soll er stehen bleiben. Wenn er jetzt stehen bleibt, schaffen wir das. Ey, das ist sehr merkwürdig. Bleibt er jetzt stehen? Oh, jetzt stehen wir aber auf der falschen Seite. Oh, war das knapp. Ey, soll das so gemacht werden? Nee, oder? Please not. Please not. Oh mein Gott. Als ob das so gemacht werden soll. Fiese Nummer. Fiese Nummer. Also richtig fiese Nummer. Nein. Auge der Wahrheit? Ja, Auge der Wahrheit, okay. Eieieiei. Herz, perfekt. Nochmal ein Herz, okay. Heißt das jetzt, guck mal, schon mal so ein Zwischenboss? Wir sollten mal wieder zwischendurch speichern. Ab rein da. Oh. Ah ne, wieder so ein Tünnis. Okay, der war aber eigentlich gar nicht so schwer. Wenn der denn wieder so funktioniert, wie der andere, dann war der gar nicht so schwer. Der macht halt echt viel Schaden.
Oh! Oh! Herz, her mit den Herzen! Ja, nimm das! Du scheiß stählernder Krieger! Irgendwie aus... Oh mein Gott! Du Krieger aus Stahl, Edelstahl, glitzerndem Silber! Ich töte dich und dann verkaufe ich deinen Leib für... Oh, scheiße! Für super viel Geld! Er kann die Säulen zerstören! Nein! Nein, 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 her mit den Herzen. Nein, hör auf zu blocken! Nein, er hat uns getötet! Gut, dass wir noch eine Fee haben. Oh, ey! Der wir als kleiner Link gegen diesen ersten hatten wir keine Probleme gegen den, ne? Das war auch der letzte Schlag. Oh, wären wir ein bisschen flotter gewesen. Hätte der uns nie und nimmer getötet. Scheiße. Pech gehabt. Okay. Aber uns fehlt doch noch ein Schlüssel für die eine Tür vorhin. Jetzt geht's hier schon wieder raus. Aha. Eine große Truhe. Der Spiegelschild. Und so bekommen wir... Licht oder Energie. Mit R setzt du ihn ein. Cool. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Von dem wusste ich noch gar nichts von dem Schild. Eine Flasche mit Feen sollten wir noch haben. Ja, eine noch. Okay. Gut. Das bedeutet für uns, jetzt kommen wir auf jeden Fall... durch die andere Tür, wo wir vermutlich dann einen Schlüssel bekommen und mit dem Schlüssel durch die eine Tür aus dem vorherigen Raum oder so in der Art durchkommen. Hä? Wie mit R setzt du... Ich dachte, was? Hast du nicht gesagt, mit R setzt man ihn... Achso, man muss ihn erst ausrüsten. Ah, ich verstehe. Kann man den theoretisch auch zur Abwehr benutzen? Ja, ne? Weil dann würde ich das andere Schild gar nicht mehr ausrüsten, sondern nur noch dieses Spiegelschild hier verwenden. Und hier ist der Schlüssel drin. Für die Tür aus dem vorherigen Raum. Ja. Nice. Okay. Nämlich genau für diese Tür hier. Jetzt mal schauen, was die uns... Okay, ekelhafte Zyklopen bringt die uns mal wieder. Aber ist nicht schlimm, wir haben wieder 40 Bomben, yo. So, weg mit dir. Aua, der Kopf tötet uns halt echt noch. Okay, das hat gereicht. Oh, was ist denn das für ein Raum?